Jetzt hallo nochmal zur endlosen Nicht-Einführung ins stille Sitzen. Wir sitzen gleich einfach so rum, ohne großartige Action. Also für die, die jetzt sofort Unterhaltung suchen, haben wir. Aber die ist in. Richtet euch ein. Danach erzähle ich noch ein bisschen was, mehr oder weniger tiefgehend. Setzt euch einfach so hin, wie ihr das gewohnt seid, wie ihr frei atmen könnt. Das ist wichtig. Ihr könnt da auch drin rumspielen. Ihr müsst da nicht stocksteif sitzen. Die Ruhe im Sitzen kommt von selber. Ist klar, wenn ihr euch da anbindet, dann habt ihr andauernd das Bestreben, euch wieder zu lockern. Deswegen geht an diese ganze Sache locker ran. Lasst den Körper von selber zur Ruhe kommen. Wir lernen mit der Zeit, dass es okay ist, wenn irgendwas im Körper ist, Druck zum Beispiel, leichte Schmerzen, ganz, ganz geringe, schwere Schmerzen zum Arzt gehen. Dafür brauchen wir dann das RAIN-Prinzip, also erstmal mitkriegen, da ist zum Beispiel Druck oder es fühlt sich irgendwas komisch an, irritierend, und dann nichts davon verlangen. Erstmal erlauben. Erlauben, dass das da jetzt sich komisch anfühlt. Und dann untersuchen, was ist es? Sitze ich schief? Zum Beispiel. Deswegen richtig ein bisschen rumspielen, vielleicht löst es sich davon. Dadurch. Und das wird mit der Zeit immer subtiler. Immer kleinere Geschichten. So wie es heute geht. Und auch der Geist, vielleicht ist er jetzt schon ruhig. Sollte der nicht ruhig sein, auch. Erstmal einfach sein lassen, wie er ist. Wenn er rumspringt, springt er rum. Freundlich, aufmerksam und gelassen untersuchen und lernen mit dem, was jetzt hier ist. Bis nur noch der Körper bleibt, wie er vor sich hin atmet.
Manchmal hilft es mit dem Aspekt der Freundlichkeit, bei dem Hier und Jetzt zu sein. Manchmal hilft ein wenig längeres Ausatmen, um noch ruhiger zu sein. Der Geist hat so viele verschiedene Facetten, dass man mit der Zeit lernt, was ihm im Moment zu dem, was da ist, passend gerade gut tut. Umgang mit den Hindernissen. Hier sind eure Lehrer. Aufmerksamkeit immer wieder zurück zum Atem. Noch drei sehr, sehr, sehr langsame Atemzüge. In denen ihr euch fragt, wie war das eben? Ohne inneren Monolog. Man lernt dadurch enorm schnell viel. Und dann öffnet langsam eure Augen. Was wir brauchen, ist fluide Intelligenz. Die wird leider sehr selten geübt. Und das stille Sitzen ist, soweit ich das nachvollziehen kann, die beste Form, um dieses fluide, um die fluide Intelligenz zu schulen. Also in dem Moment anwesend sein und mit dem umgehen, was da ist. Das ist also eher eine Methode, eine Praxis, ne? Gong. Praxis ist Kultivieren. Ja. Sich das deutlich zu machen, ist wichtig. Ja. Also, dass man wirklich normalerweise dieses Fakten, was habe ich davon und so weiter, jetzt lerne ich das und dann kann ich das, ist eine ganz andere Intelligenz.
Die brauchen wir hier fast nicht. Ja? Und wenn man dann natürlich mit diesem Suchraster da rangeht, hat man enorm viele Probleme. Ja? Ist normal, dass wir so drankommen. Also ich selber habe auch am Anfang, also Anfang ist gut, ich habe mittendrin wieder angefangen, mich damit mehr zu beschäftigen, habe dann nach dem Abhidhamma, nach der Theorie gesucht. Unser Abhidhamma, unsere Theorie wird immer mehr Neurowissenschaften, Sozialpsychologie, Sozialwissenschaften und alles, was in diesem Bereich quasi versucht, dieses Mensch, Funktion, Dingens zu beschreiben. Auch alte Schriften, aber für mich ist wichtiger die neueste Wissenschaftserkenntnis, weil nun, wir sind westlich erzogen und das passt besser. Macht euch das bewusst, dass auch ihr diese verschiedenen Richtungen habt. Einmal dieses Faktenlernen und das Situationserlebende, Bewertende und damit umgehen. Und das ist, ne, wird vielleicht deutlich, der Weg ist das Ziel. Lapidar, Lao Tse, ne, lest ihn durch. Das Tao Te Ching ist kurz, ist aber sehr bereichernd. Ist auch auf der Internetseite. Das war schon alles, was ich heute eigentlich von mir geben wollte, dass man sich ein Bein stellt, also sich selber im Wege steht, indem man einfach ein falsches Suchraster anlegt. Die Fakten lernen zu einem Prozess. Ich übe einen Prozess mit mir ein. Ungeheuer wichtig. Und alleine das hilft einem schon enorm weiter.